Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Episode in meinem First Playthrough von Demon's Souls. Hier im Boss-Areal des alten Helden, der Blindwurst, die uns schwierige Probleme gemacht hat. Tatsächlich mehr, als ich mir gedacht habe. Aber wir haben ihn bezwungen, er ist platt und erst jetzt fällt mir auf, wie cool diese Statuen hier sind. Diese angeketteten, was auch immer, die sehen ausgesprochen furchteinflößend aus. Also super Sache. Nun ja, es kommt der dritte Levelabschnitt hier auf der Sturminsel und es geht mit großen Schritten in Richtung des eigentlichen Bosses zu, dem Sturmkönig. Wahrscheinlich ist der verantwortlich für das ganze schlechte Wetter hier. Da haben wir ihn schon. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob er gleich auftaucht oder ob wir nochmal einen Levelabschnitt meistern müssen. Aber hier ist die olle Flugwurst hier. Ist ein Gimmick-Bosskampf, der den Stormruler einführt. Ein mächtiges Schwert, das eben auch einen Sturmschuss verursachen kann. Dark Souls 3 Spieler kennen das, ein Kampf gegen Jorm. Und den Ursprung findet man hier. Okay, es ist deutlich dunkler als im Original, aber deutlich eindrucksvoller. Guckt euch das mal an. Dieses Gewitter. Und der riesengroße Sturmkönig. Jetzt muss ich den Stormruler überhaupt erstmal finden. Und vielleicht mal den einen oder anderen hier schon vom Himmel holen. Damit es ein bisschen einfacher wird. Die gehen gar nicht richtig drauf. Nur mal zweimal schießen. Au, au! Okay, ich muss deutlich mobiler sein. Und schon ist meine Menschlichkeit wieder draufgegangen, die ich gerade bekommen habe im Kampf gegen den alten Helden. Ah, ich hätte meine Level-Ups echt ein bisschen mit... Aber ich hab's ja eigentlich in mehr Magieschaden gesteckt, nicht wahr? Aber es war wohl nicht genug. Weil ich immer gerade mal so einen Schuss mehr brauche noch für diese ollen Viecher. Ich kann es ja mal mit dem Seelenpfeil probieren, dass ich da vielleicht mit zwei Schüssen dann hinkomme, die dann nicht so viel Mana brauchen. Boah, das Riesenvieh ist schon geil. Der geht halt schneller. Und es sind tatsächlich drei Schüsse. Zwei. Sehr gut. Also, bessere Taktik. Ja. Na. Na. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendwie endlos neue spawnen oder ob man die wirklich endgültig vom Himmel holen kann. Oh, lolle, Leute. Halt wie Wale klingen, finde ich auch total cool. Aber bevor ich jetzt hier ein Problem entwickle mit dem Storm King selber, muss ich jetzt erstmal das Schwert holen. Und das lag, glaube ich, ganz da hinten. Weil ich glaube, der kommt vielleicht runter nach einer gewissen Anzahl. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wirklich, der Kampf, der ist mir nicht mehr so in Erinnerung geblieben, obwohl der so wirklich eindrucksvoll und ikonisch ist. Bei der Macht von Grayskull. I have the power. So, wo bist du, Sturmgebieter? Das muss ich dir jetzt erstmal kurz ausprobieren, wie das geht. Ja, die Tastenkombination ist ein bisschen einfacher als in Dark Souls 3. Läuft. Ach, wir haben eine Fedroll mit dem Ding. Cool. Komme ich eigentlich irgendwie in das Haus rein? Weil da ist nämlich relativ sicher. Vor allem. Wo ist denn das Haus? Ich sehe es nicht. Es ist so dunkel hier. Das ist irre. Das ist viel dunkler. Bonk. Schön in den Boppes geschossen. Uiuiui. Hehe. Da ist das Haus.
Da kann man sich nämlich gut verstecken vor den großen Schüssen des Alten, der mich jetzt gerade komplett erwischt hat. Uiuiui. Okay. Ich muss den Eingang finden. Ich muss den Eingang finden und dann da möglichst schnell rein. Weil da ist man echt wirklich gut in Sicherheit. Ich habe jetzt nämlich, glaube ich, den... Ich habe die Mechanik nicht mehr im Kopf. Ich habe jetzt, glaube ich, nämlich genug von den Viechern vom Himmel geholt, dass er dann sagt, Junge, Schluss damit. Ich kümmere mich jetzt selber drum. Okay. So, was haben wir denn hier eigentlich? Neumondgras. Sehr gerne. Ja, von hinten. Okay, gut. Also von hinten kommt man rein. Jetzt mal sehen, ob ich von hier schon mal welche von denen erwische. Ja, komm, tu ich. Dann bleibe ich hier einfach mal. Das hat nur weniger Übersicht. Schön, dass man sie staggern kann, wenn man sie trifft. Na komm. So, du bist... Ich wollte dich eigentlich nicht treffen, aber das ist auch okay. Blump. Immer schön gegen die Pfosten schießen. Au! Bin nicht ganz sicher, wie es dem alten König selber geht. Ich glaube, der ist gleich sauer. Schöne Musik, by the way. Mal wieder. Ich bin zwar in Deckung hier in der Hütte, aber die auch. Oh, Daddy ist da. Verstehe ich den Schuss noch nicht oder was ist los? Der ist gerade komplett über mich drüber geflogen und ich habe ein paar Mal geschossen, aber irgendwie offenkundig nicht getroffen. Hier läuft was schief. Getroffen. Ah! Ach, ich kann ihn an mehreren Stellen markieren. Okay, gut, das ist ja okay. Aber auf offenem Felde, wie gesagt, bitte nicht angehen. Hier ist besser. Das Ding ist so riesig, ey. Ich treff den nicht hier. Muss ich doch raus. Ja.
Ja, ich schieße wahrscheinlich. Okay, also wenn das nächste Mal über die Hütte fliegt, dann gehe ich kurz hinten raus und schieße ihm hier dann irgendwie von da. Das ist ja dann echt ungefährlich. Ich muss nur immer auf seine eigentlichen Schüsse aufpassen. Jetzt. Wow, wow, wow. Ein Geduldsspiel. Bin ich immer ein bisschen zu spät? Wie habe ich ihn dann das eine Mal getroffen? Falsche Richtung. Ich würde mich wirklich gerne an diesen Kampf erinnern. Besser. Weil ich glaube, ich übersehe eine ganz, ganz offensichtliche Sache. Möglicherweise. Aber das ist ja jetzt auch, solange ich keinen Fehler mache bei seinem Beschuss, ist alles okay. Ich muss, ach, echt ganz nah an ihm dran sein. Das heißt, immer schön auf die Rochen aufpassen. Oh, jetzt habe ich das falsche Kraut zu mir genommen. Das ist okay. Ein bisschen Panik darf sein. Wow. Okay, das lasse ich nochmal über mich ergehen. Fliegen ja immer noch zu viele Viecher rum. So. Schön den Dauerbeschuss hier abwarten. Boah, wo kommt denn? Ist das auch er? Okay. Es war ein Double Shot. Findet er bestimmt nicht cool. Her. So. Höchste Konzentration hier. Ein Ablenkungsmodul weniger hier. Puh. Ah, da kommt der Dicke wieder. Jetzt! Hm. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich es noch schaffe, die anderen Rochen hier vom Himmel zu holen.
Oh oh. Ja, wieder ein doppelter Treffer. Es frisst halt bei jedem Schlag meine komplette Ausdauer. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen, ey. Das wäre echt enttäuschend. So, komm schon. Wow, wow, wow. Ja, die kommen wirklich von ihm. Diese Geräusche. Dieser Typ hat eine Wucht in seiner Soundkulisse. Das ist Wahnsinn. Total begeistert, wie das hier inszeniert ist. Das hat eine Power in allem. Warum tut das Spiel das mit mir, ey? Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt kann das Wetter auch mal besser werden. Tut's nicht. Schade. Wolkensteinscherbe. So. Ich guck nochmal hier ganz kurz ein bisschen um. Ja, ein toller Kampf. Echt toll. Jetzt zwar nicht die taktische Herausforderung in Sachen Kampfsystem und so weiter, aber dafür gibt es andere Bosse. Das ist wie gesagt wie bei Jorm, dem Riesen, eher ein Gimmick-Kampf. Und da trumpft das Spiel aber hier wirklich durch seine Inszenierung auf. Also ich... Es tut mir leid, ihr dürft mir gerne widersprechen. Wir können gerne Diskussion starten in den Kommentaren, was ihr von der Art haltet, wie jetzt hier Bluepoint diesen Kampf inszeniert hat. So. Hier liegen so viele Sachen rum. Ich muss echt zweimal hingucken. Seele eines berühmten Helden. Aber hier, dass man hier hochlaufen kann, ist ein bisschen undurchsichtiger, als man es kennt aus dem Original. Dadurch, dass die Felsen hier so ein bisschen natürlicher aussehen und alles so fließend ineinander übergeht, habe ich jetzt gerade genau die Stelle gesucht, die ich jetzt gerade hochgestolpert bin. weil ich auf der Suche nach dem Leuchtfeuer war. Okay, habe ich drinnen noch was vergessen? Nein. Die halt 60.000 Seelen bringt, ey. Nicht schlecht. Du hast die Seele eines Erzdämons erlangt. Der dichte farblose Nebel wird dich nicht mehr beeinträchtigen. Das ist das Nebeltor hinter dem Tower Knight in 1.2 in der Boletaria-Burg. Da können wir jetzt weitermachen, wenn wir denn wollen würden. Tue ich aber nicht. Ich glaube, vorher gibt es noch einige andere Bereiche, die ich abgrasen möchte. Zuerst einmal stocke ich mich wieder auf mit Heilmethoden. Ich fress das Gras in letzter Zeit wirklich richtig zum Frühstück, möchte man schon fast sagen, ey. Komm, 120. Okay. Frisches Gewürz. Das ist bei ihm ein bisschen teurer, tatsächlich. Um Längen teurer. Okay. Schauen wir mal, ob die Seele, was bei meinem Magiermeister bringt. Was hast du eigentlich zu sagen mittlerweile? Nichts Neues. Bravo. Thank you. Let me pass. I am human.
Immer noch nicht. Okay. Ich verballere jetzt wahrscheinlich die ganzen Seelen und werde später die Möglichkeit bekommen, was daraus zu machen. Ich sehe es schon kommen. So, erst den berühmten Helden. 4000. Die stürmische Dämonenseele. 48.000. That's a lot of fucking Seelen. I'm sorry. Ah, stimmt. Jetzt hat er gerade eine Pause. Ah, who are you? I don't remember any. Ja, ja. Ich erinnere mich aber an irgendwas bei ihm. Ah, who are you? So, dann packen wir den Stormruler mal weg. Und ein paar andere Sachen, wie die ganzen Upgrade-Steine. Frisst einfach zu viel Platz. So. Bei den Schilden, da ist alles noch beim Alten. Nichts Neues dazugekommen. Aber ich werde jetzt ganz kurz einen Abstecher machen, den ich schon... Ja, ich weiß. Den ich vorhatte schon ein paar Episoden zuvor und es einfach vergessen habe. Ich werde nochmal kurz bei Snuggly vorbei. Und die beiden Dinger hier bei ihr eintauschen. Weil der Silberarmreif, der ist sowieso nur für Frauen. Das ist so ein frauenexklusives Ding. Kann ich eh nicht tragen. Schade drum. Aber man kann es gegen einen großen Seelencontainer eintauschen bei Snuggly. Und das werden wir gleich mal machen. Nochmal zurück zur Sturminsel. An den Anfang. Halt! Nicht mit 111.000 Seelen. Bloß nicht. Wo ist sie denn? Ich sollte immer ein großes Schild hinstellen. Hier bin ich gerade, hier sitze ich und hier warte ich auf dich. Damit du den Dämon in mir anfassen kannst. Was hast du? Auch nichts Neues. So, Magieschaden haben wir gesagt. Macht die Stärke bei mir irgendwas? Ja, bei der einen Waffe zumindest ein bisschen. Be mended, so the world might be mended. Geschicklichkeit geht gar nichts. Magie. Ja, langsam aber sicher mal ein kleines bisschen spezialisieren. Mhm. Ja. 6 Level-Ups waren das. Für 100.000 Seelen. Es wird echt teuer. Brutal. Das nimmt echt stark zu. Gut, nochmal auf die Sturminsel. Oder wisst ihr was? Ich gewöhne mir jetzt an zu sagen, wie er richtig ist. Schrein der Stürme. So, das Ding richtig genannt. So, die Rolli-Skellies sind doch jetzt definitiv kein Thema mehr, ne? Die ballern wir doch jetzt mal mit bestimmt nur 2 Schüssen weg. Oh, das ist ja mein Schwert. Ich kann sie auch mit 2 Schwerthieben weghauen. Das geht auch. Sehr schön. Keep on rolling, rolling. Ja. Ja, mittlerweile ist auch mein Ausdauerbalken so groß für sie. Zu groß für sie, möchte man sagen. Komm her. Komm. Ach, ich habe den Thiefring noch an. Das tausche ich jetzt gleich mal wieder aus. Den brauchen wir nicht mehr. Gegen den alten Helden hat er uns super Dienste erwiesen. Aber jetzt brauchen wir den auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Ja, seht ihr? Die kommen nicht runter. Okay, tauschen wir mal aus. Was haben wir denn so an... Verringert Waffenabnutzung, erhöht Angriff bei 30% oder weniger TP, erhöht Magiekraft, mindert Magieverteidigung. Den könnte ich jetzt eigentlich mal eine Weile lang benutzen und probieren, was es taugt. Regelrecht von mir ab. Es ist so schön. Okay. Dann geht's jetzt zu Snuggly hoch. Und ich glaube, den Crystal Lizard da bei Snuggly habe ich auch noch nicht geholt. Einiges vergessen hier. Autsch. Ey, dein Meister ist platt. Hör auf damit. Genauso. Guckt ihr auch gerade, ne?
schnell backstabben, bevor der andere hier angerollt kommt. Kamera! Ja. Neben Gier, Ungeduld und der Schwerkraft eine der häufigsten Todesursachen in diesem Spiel. Ja, die sind ja jetzt mittlerweile echt Piece of Cake, sagt man so schön. Und ich könnte darüber froher nicht sein. Hey! Bonk! Selbst ihren Überkopfschlag, der vorher meine komplette Ausdauer gefrühstückt hat und mich komplett aus dem Konzept gebracht hat, ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Wunderbar. Okay, hi Snuggly. Die heißt aber, glaube ich, hier in dem Spiel anders, ne? Die hat einen dezent anderen Namen. Gut. Hör auf zu labern, ich will dir mein Inventar. Mensch. So, die Silberkrone, die haben wir eh zweimal. Das ist überhaupt kein Problem, dass wir die jetzt... Nein. Manchmal komme ich mit den Tasten ein bisschen durcheinander. So, ablegen. Habe ich jetzt... fallen lassen. Ich habe es jetzt kaputt gemacht. Ja. Okay. Warum gibt's das überhaupt? Ja, jetzt habe ich 4000 Seelen aus dem Fenster geschmissen. Aha. Well. Warum gibt's diesen Menüpunkt überhaupt? Komplett zerstören. Mich stört es nicht, dass da so ein goldenes Säckchen rumliegt, wenn ich was wegwerf. Well. Haben. Sehr schön. Gut, dann haben wir das hier auch gemeistert. Hier noch. Jawohl. Haha! Dodged it. Dann ist der Schrein der Stürme. Ja, ich hab's gelernt. Hiermit offiziell abgeschlossen, abgehakt und aus von meiner To-Do-List gestrichen. Der Nexus. Mal gucken, ob ich jetzt tatsächlich nochmal jetzt genug Seelen gesammelt habe für ein Level-Up. Einen letzten. Wunderbar, gerade so. Das freut mich sehr. In der Mana habe ich jetzt letzte Zeit ordentlich nachgezogen. Ich glaube, das reicht erstmal. Stärke für die physischen Schaden. Vielleicht noch ein bisschen. Beweglichkeit skaliert nicht mit. Stärke vielleicht bei 20 Deckeln. Kondition. Ist auch so die Ausrüstungslast nicht schlecht. Ja. Magie. Das hat der Magie Schaden, ne? Das ist halt... Ja. Machen wir das. Vor allem, weil mein Fältchen halt auch mit... mit Intelligenz skaliert. Das macht jetzt halt hier 66 extra Schaden Magie, weil es eben das Scaling hat, das Grandiose. Finde ich sehr gut. Ach, er ist weg, genau. Seele eines berühmten Kriegers. Er ist verschwunden. So, also hier würde es dann tatsächlich dann im Grunde hinter dem jetzt freien Nebeltor weitergehen. Hier in der Tunnelstadt könnten wir nach Schandstadt hinunter. Schandstadt 0.5, wenn man so will.
schiebe ich so lange vor mir her, wie es nur geht. Oberlatria stünde auf unserer Liste. Das Ding ist kaputt. Und den Sturm... Ach, was haben wir denn hier hinten noch? Stimmt! Ist das Schandstadt? Könnte eventuell das gewesen sein. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Da warte ich allerdings noch. Ich möchte als nächstes, glaube ich, tatsächlich vielleicht nach Oberlatria gehen und das abgrasen. Das ist dann das nächste Ziel für die kommende Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über den Daumen freuen. Und wie gesagt, auch gerne über die Diskussion über den Sturmkönig hier. Und ja, wenn ihr den Kanal abonniert, wisst ihr ja, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und ich verhaspel mich schon die ganze Zeit bei der Verabschiedung. Das passiert mir immer mal wieder. Sorry dafür. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und macht's gut.